Hallo zusammen, ich möchte euch heute an einem Übungsbeispiel zeigen, warum ihr meinen Functional Core Mobility Workshop nicht verpassen solltet. Im Bereich Mobility wird es nicht nur darum gehen, wieder geschmeidig zu werden. Ich zeige euch, warum eine aktive Mobilisation mehr Sinn macht wie eine passive, wann und wie ihr das Ganze im Unterricht und natürlich mit euren Teilnehmern umsetzen könnt und wie ihr es schafft, in Gelenken zu denken, um die maximale Bewegungsfreiheit in euren Gelenken zu erreichen. Diese neu erworbene Bewegungsfreiheit, aber auch das Wissen um eine optimale Gelenkposition bietet euch die ideale Voraussetzung für eine funktionelle Kräftigung. Ich zeige euch am Beispiel vom Functional Core Training, wie es schafft, Muskulatur wieder von innen nach außen anzusteuern, warum es wichtig ist, sowohl statische als auch dynamische Kraftelemente in euren Unterricht zu integrieren und wie es schafft, dass eure Teilnehmer die Muskulatur wirklich maximal ausbelasten, um tolle Effekte zu erzielen. Neben diesem ganzen Wissen bekommt ihr viele kreative Übungsideen von mir, damit es euch leichter fällt, Schritt für Schritt euren Unterricht kreativer und abwechslungsreicher zu gestalten. So viel zur Theorie. Ich zeige euch das Ganze jetzt auf der Matte und wer Lust hat, macht einfach gleich mit und spürt rein. Bis gleich. Ihr dreht die Hüfte maximal nach innen, dann drehen wir sie maximal nach außen und ihr setzt euch wieder so tief wie möglich nach hinten. Und dann drehen wir wieder im Schultergelenk, so fest wie es geht nach innen, bis es wirklich nicht mehr weitergeht. Und dann dreht ihr so weit wie es geht nach außen. Wir klappen ein Bein so weit wie es geht in der Hüfte nach innen. Und dann schieben wir wieder maximal die Hüften nach außen. Hebt das Bein so fest wie es geht nach hinten oben, wieder schön in der Hüfte strecken. Dann zieht ihr auf, biegt euch in der Wirbelsäule, bis es nicht mehr weitergeht. Dreht aus der Wirbelsäule nochmal so weit, wie es geht, zurück. Und erst wenn ihr nicht mehr weiterkommt, lösen wir wieder das Bein und bringen es wieder zurück. Wir machen das Ganze jetzt in der Übung in der Rückenlage. Das heißt, wir steuern erst die tiefe Muskulatur an, versuchen das Ganze zu halten, trotzdem zu atmen. Und dann kombinieren wir eine dynamische Kraftübung dazu, ohne dass ihr die Spannung verliert. Bauchnabel nach innen, Rücken drückt gegen die Matte, unter den Fingern sind wir fest, dass wir auch wirklich die schrägen Bauchmuskeln mit aktiv haben. Jetzt versuchen wir hier, die Spannung zu halten und ihr schiebt die Beine einfach nur ein Stückchen nach vorne, dass ihr merkt, oh ja, jetzt wird es intensiver. Ihr haltet diese Spannung und jetzt machen wir kleine Kippbewegungen vom Becken nach hinten, indem wir mit dem langen Bein immer wieder nach unten und oben wandern, ohne dass wir die tiefe Spannung verlieren. Und ihr werdet merken, dass plötzlich Bauchmuskeltraining viel intensiver ist. Und jetzt freue ich mich einfach auf den Workshop mit euch. Macht es gut und bis ganz bald.